Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Und diese zwei Rüpel, die stehen hier einfach so rum. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galactic, oder etwa nicht? Und jetzt sieh uns an, wie wir hier inmitten all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn das nicht uncool ist, weiß ich auch nicht. Hey, hör mal auf zu motzen, das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Käfer und Pflanzen-Pokémon echt gruselig finde. Ich wäre jetzt auch lieber woanders. Okay, mit euch kann ich also nichts machen, ihr bewacht irgendwas. Dann bewacht ihr Jungs das halt, ne? So, ich und mein Cellast, wir gehen weiter zu Route 205. Die ein bisschen reinzoomen, wie cool. Hier sind ein paar Pflanzen. Boom, 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 boom. So, die können wir auch wieder reinpflanzen, würde ich sagen. Naja, das ist ein Lehmboden. Wir können ja bei beiden eine anpflanzen. Also, wir gießen natürlich auch. Jetzt sieht man das leider nicht. Pflanzen scheinen sich zu freuen. Hätte ich beide auf einmal gießen können. Ja, oder? Na egal, komm. Zack, nochmal. Okay, das war aber diesmal schneller. Okay. Hä? Was machst du denn hier, kleines Mädchen? Hilfe, hilf mir, Trainer! Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk! Aber diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht durchlassen! Was? Die Astronauten, die Among Us-Characters, wollen dich nicht durchlassen? Hey, wir von Team Galactic erforschen hier den Ewigwald, also keinen Schritt weiter! Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flurry zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht dich nichts an. Hey, wie die mich betatschen. Die wollen aber auch echt Stress haben, ne? Windkraftwerk, oh, sieht das schön aus. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Aber auch schön. Und die Musik geht komplett ab. Ein Trank. Ja, die Musik geht komplett ab. Windkraftwerk. Ökologische Energie aus Windkraft. Ah, ja. Und du lässt mich nicht durch, oder was? Wage es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, jedem den Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galactic gehört. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen willst. Also gut, dann lass uns das mit einem Kampf entscheiden. Oh yeah, let's go! Mann, alle haben irgendwie mehr als ein Pokémon mittlerweile. Oh, Charmian. Oh, Charmian ist ein süßes Mäuschen. Und, Kätzchen. Und wie man sehen kann, haben sie die Ohren gefixt. Oh mein Gott. Für die, die es nicht wissen, Charmian hatte auf dem 3DS komplett spitze Ohren, die da ganz einfach gerade nach oben gingen. Aber jetzt gehen sie endlich wieder zur Seite, so wie es auch sich gehören sollte, ne? Ja, komm, heul du mich an. Ach, ignoriere dein Heulen und zerfetz dich. Obwohl das deine Aufgabe ist als Katze. Ah, der hat doch nur einen Pokémon. Oh, hab ich mich vertan. Als ob ich mich so einem. Als ob ich mit so einem Pokémon überhaupt eine Chance hätte. Ja, der hat ja auch einen Charmian gegeben. Entwickel das mal. Na, großartig. Von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Haha, wer zuerst lacht, lacht eben immer noch am besten. Ja, hier war ich... Oh, klick. Hier war ich als Kind ein bisschen stuck, weil ich nicht gecheckt habe, was man machen soll. Ich wette, viele von euch haben es auch nicht gecheckt. Aber was man machen soll, ist wieder zurückrennen. Da oben waren ja ein paar Rüpel und die können wir jetzt endlich ansprechen. Denn die geben jetzt andere Te- Oh, die sind sogar weg. Ja. Jetzt können wir hier einfach durch den Baum durch und dann kommen wir bei Auen von Flurry wieder aus. Halt den Schnabel und rück den Honig raus. Und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Tu, was wir sagen. Team Galactic braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, da ist jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Spike seinen Mund hält. Mit dem Pokémon-Kampf? Wieso fesselt ihr mich nicht oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Das wirkt ein bisschen komisch.
Ja, okay, der Soundtrack, wie gesagt, es ist nicht besser als damals, aber es ist okay. Man kann sich anhören, es ist okay, es hört sich nicht schlecht an, es ist nur nicht besser. Und dann kommt das Spiel wieder zurück zu mir. Ha, trotzdem vergiftet. Weil ich nicht sage, das Spiel ist 10 von 10. Nee, also ganz ehrlich, das Spiel wird wahrscheinlich nicht 10 von 10 sein. Aus bestimmten Gründen, die ich dann aber erst später drauf eingehe. Aber bisher ist es auf jeden Fall 8 von 10 oder so. Auf meinen ersten Eindruck. 7 bis 8. Also drunter niemals. Also gut, 7 ist auch schon böse, ne? Eigentlich schon besser als die 7. Und das ist in Shaloku, die Weiterentwicklung von Wampel. Na gut, Wampel hat zwei Weiterentwicklungen, Shaloku und Panico. Das sind eigentlich beides die exakt selben Pokémon, nur das eine hat ein bisschen mehr Shading als das andere. Für mich waren das immer die gleichen Pokémon. Ich hatte da keinen Unterschied gesehen. Nie. Mein Gott, hält er aus. Greif ihn an mit seinem Härtner! Ja, Härtner hilft dir aber nicht wirklich viel, du. Verdammt! Ich habe immer weniger Leben. Ich hoffe, der andere will mich nicht noch angreifen. Der andere Rüpel. Hoffentlich nur der hier. Wir werden sehen. Unser Shaloku ist auf jeden Fall schon mal down. Down. Und genau deshalb werde ich wohl immer ein unbedeutender Rüpel bleiben müssen. Ja. Das hast du richtig erfasst. Mensch, ist das peinlich. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Hehe. Ich habe die besseren Karten, da du dich im Kampf gegen meinen Kollegen bereits ausgepowert hast. Ach, ist das so? Ist das so, ja? Du hast nur ein Pokémon. Genau wie ich. Zubat. Oh nein, da habe ich jetzt aber richtig Schiss. In the Hose. Da brauche ich mich nicht mal heilen, Alter. Nicht mal heilen tue ich brauchen. Jetzt, wo ich verwirrt bin, wenn ich mich selbst schlage und er auch noch angreift, dann könnte ich mich schon, ja, mit der Vergiftung dann auch. Ja, glaube ich, ich heile mich lieber nochmal ganz kurz. Okay, du hast mich zum Heilen gebracht. Da, bist du jetzt zufrieden? Ja? Oh, Horrorblick. Ich kann nicht mehr fliehen, aber ich habe sowieso nur Chillard als Pokémon, also... Von wem soll ich bitte fliehen? Von dir? Ja, sicherlich nicht. Komm, lass die Twittervogel sein und greif an. Danke. Bam! Okay, noch einen Tackle und dann ist es down. Was ist das? Was? Absorber? Kein Blutsauger? Absorger? Der hat Absorber und kein Blutsauger? Was für ein Zubat bist du? Pflanzenzubat? Na komm mal ab. Komm schon. Ah, nicht ganz level up. Hätte ich doch bloß ein paar starke Pokémon gehabt. Tja, das ist aber nur Noobs. Nur ein Noob. Diese Ratzenheit ist stark. Zu stark. Mir fehlen die Worte. So stark ist das Kind. Und mein Wortschatz ist eigentlich echt groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Okay, ciao. Oh, was ist das für ein Ding? Diese Typen müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nimm du ihn. Den K-Schlüssel. Genau den, den wir brauchen. Danke, Mann. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde dir zum Dank gerne etwas schenken. Hier, bitte. Glas Honig. Hä, wo ist die Polizei, wenn die hier dich gefesselt haben? Wird sich keine Anzeige erschaffen? Nee, das ist mir in meinen jungen Zeiten auch schon passiert. Okay. Wenn du das Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Aha. Und dieser Ort ist der Grund, warum viele sagen, das ist der hübscheste und gut aussehendste und schönste Ort. Ich meine, falsch liegen sie definitiv nicht. Ist auf jeden Fall sehr schön.
Aber vielleicht ein bisschen random platzierte Blumen. Hätten es vielleicht ein bisschen besser getan. Naja, egal. Ein süßer Duft liegt in der Luft. Möchtest du die Rinde mit Honig beschmieren? Nur bei solchen Bäumen, die so gelb-orangelich sind, könnte man sagen. Nur bei denen kann man Honig schmieren. Und wir schmieren mal ein bisschen Honig rein. So. Und gehen wir in sein Haus rein. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Honig stibitzen. Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmiert hast, nach einiger Zeit stark wackelt, könnte ein seltenes Pokémon dahinter stecken. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich sowas sehe. Aha. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alle anderen Blumen in der Sonnenregion, findest du nicht auch? Das verdanken wir den Pokémon, weißt du? Den Pokémon. Ah ja. Können wir mal das Design ein bisschen ändern? Ja, schön die Uhrzeit zeigen. ich weiß nicht. Machen wir es einfach aus, wir brauchen es gerade nicht. Aber nur dann, wo wir den Schlüssel haben, können wir easy peasy ins Windkraftwerk, wo es auch weitergeht. Aber erstmal möchten wir uns heilen. Werden wir noch komplett verhauen und das wäre schlecht. Ich mag diesen Remix hier. Der ist sehr, sehr toll. Den gab es auch nur in Diamant und Perlen Platin. Deshalb finde ich es schön, dass die den hier auch haben. Und die lassen uns oben da wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber hier können wir zumindest weiter. Was gibt es eigentlich im Gras? Lass mal sehen. Also, wenn da was kommen möchte, ne? Ich möchte natürlich niemanden zwingen, ne? Aber wenn ihr ein Pokémon... Ah, jetzt. Na dann. Ach, ja. Für das Bilitz habe ich jetzt aber nicht gewartet. Also, nee. Komm, Cellast. Wir beide, wir kriegen das alleine hin. Komm, wir brauchen kein zweites Teammitglied. Komm, wir gehen einfach weiter. Wir benutzen den K-Schlüssel. Klick! Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Rein da! Die Rüppel sind hier drin. Da ist auch schon einer. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte ich die Tür gar nicht erst abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde den Commander Bericht erstatten. Hey, bleib stehen! Okay. Was haben die denn hier so, oder? Ich hätte gerne wissen was. Was haben die denn hier schönes? Mhm, ja. Lecker. Oh. Ich mach hier keine Späße, Kindchen. So handhaft hast. Ein Profi. Ja, du bist ein Profi, sagst du. Über die Backgrounds wurde auch schon sehr viel gesprochen. Im Original waren dann die Backgrounds alle einfach nur Farben, die so in etwa alles darstellen sollen, aber es waren eigentlich nur Farben verschwommen. Es sah ziemlich cool aus und es hat funktioniert für das, was es sollte. Aber heutzutage hätte es halt nicht mehr, glaube ich, funktioniert. Deshalb kann ich die neuen Backgrounds auf jeden Fall verstehen. Aber so ein Background wie jetzt hier gerade, das passt nicht zu diesem Ort. Es gibt tatsächlich, ich habe Screenshots gesehen, es gibt Hintergründe, wo man einfach in einem Raum drin ist. Aber hier wurde keiner benutzt. Vielleicht wird allgemein bei Team Galactic keiner benutzt, das weiß ich nicht. Haben bisher alle Team Galactic-Mitglieder diesen Hintergrund gehabt? Ich glaube schon, oder? Ja, oder? Ich weiß nicht, was stärker ist. Tackle oder Rasierblatt? Ich weiß es gerade nicht. Egal, es ist auf jeden Fall down. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Du bist nicht wichtig. Verpiss dich. Du hast meine ganze Arbeit zunichte gemacht. Ja. Richtig. Ich habe gehört, dass sie irgendwas mit der Elektrizität anstellen wollen. Ja, das sieht auch so aus. Oh, da sind die auch schon. Dann kämpfen wir noch gegen den. Um ein bisschen zu leveln, ja. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen. Das ist unsere Mission. Ah, der sagt uns ja direkt. Ja. Die wollen ganz viel Elektrizität abzupfen. Aber für was denn? Wofür brauchen sie denn so viel Elektrizität? Schwer zu sagen. Vielleicht werden wir es noch herausfinden.
Aber die ganzen Rüpel sind mir nicht geheuer. Die sind eher böse. Auch wenn sie irgendwie gelabert haben. Ja, wir sind ja voll lieb und nett und so. Wir tun dann das Richtige. Ich glaub den nicht. Ich glaub den überhaupt nicht. Und dass jeder blaue Haare hat mit der gleichen Frisur, ist schon ein bisschen sus. Kann man sagen. Ein bisschen sus. Keine Ahnung, was davon halten soll. Ich halte nur sehr viel davon, dass ich Level 17 erreicht habe. Fluch? Du kannst Fluch erlernen? Du kannst Schimpfwörter sagen? Was? Nummer 1 Challenge. Achso. Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. Ja, ja, als Geister-Pokémon ziehst du dir die Hälfte deiner Leben ab, aber das gegnerische Pokémon kriegt richtig, richtig viele Leben abgezogen. Jede Runde. Du kannst du nicht heilen. Du kannst nichts gegen tun. Du musst den Kampf dafür beenden, um es wegzumachen. Und als Nicht-Geist-Pokémon, glaube ich, pusht das einfach nur ein paar Stats. Können wir Patzerschutz für Mac machen, denke ich mal. Ja, ich denke schon. Oh, Charmian. Ich mag Charmian, um ehrlich zu sein. Vor allem bin ich jetzt froh, einen 3D-Charmian zu sehen mit richtigen Ohren. Die richtig auch zur Seite stehen und nicht. Und richtig auf der Seite stehen und nicht gerade nach oben. Ja. Das sah echt nicht gut aus. Ciao, Mann! Na, nichts geht mir mehr gegen den Strich als Kinder, die sich als starke Trainer entpuppen. Ja, ist schon mal passiert, ne? Patrick zufällig vielleicht? Ich weiß es nicht. Da ist doch nicht mal die geringste Ahnung, was Team Galactic hier überhaupt bezwicken will. So ein unbedeutender Rüpel wie ich natürlich auch nicht. Aber trotzdem! Ja, warum arbeitest du eigentlich mit denen? Hi! Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir wollen eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Dafür arbeiten wir sehr hart. Und alles, was wir im Gegenzug dafür verlangen, ist Verständnis. Doch selbst das scheint zu viel verlangt zu sein. Niemand versteht uns. Du auch nicht, habe ich recht? Das macht mich wirklich traurig. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Pokémon-Kampf über alles Weitere entscheiden zu lassen. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, werden wir, Team Galactic, diesen Ort verlassen. Ja, hört sich doch dann nur guten Plan an. Du. Wir kämpfen gegen Commander Mars. Ja, ich finde Mars von den Commanders, es gibt mehrere, Spoiler, finde ich am besten. Ja, sagen wir einfach mal am besten. Kann man so stehen lassen. Das ist der beste Track von Team Galactic, finde ich. Gegen die Commanders. Aber sie hat einen Zubat? Das ist sehr enttäuschend, nur einen Zubat zu haben. Wie kannst du es wagen, meine Pokémon derart zu behandeln? Ja, und wie behandelst du deine Pokémon bitte? Bestimmt auch nicht gut. Puh, Kehrtwende. Oh. Ja, was ist dein nächstes Pokémon? Kehrtwende macht sehr viel Damage und dann zieht es sich wieder zurück. Oh, Schnurgas. Einfach die Weiterentwicklung. Oh, und ich bin verwirrt und schlag mich selbst. Oh, verdammt. Miau. Please don't kill me. Schnurgas ist wirklich stark. Oder was heißt wirklich stark? Es ist bedrohlich, finde ich. Ja, komm, es macht nur Mogelieb, dann ist es gut, dass ich mich geheilt habe in der Runde. Ich habe keine anderen Pokémon, das geht nicht. Setzen wir mal Fluch an. Ich guck mal ganz kurz, was das macht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob. Oh. Ja, ich bin nicht mehr verwirrt. Fluch! Ganz viele Schimpfwörter, die wir natürlich rauspiepsen. Initiative sinkt. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Okay, das ist gut. Das Ding ist nämlich, Schnurgas ist eins der allerschnellsten Pokémon, die existieren. Und das ist nicht mein Witz. Das ist ein Witz. Das ist wirklich so. Es ist schneller als die meisten Legis. Von der Initiative natürlich auch, ja. Und es ist einfach. Es ist einfach dumm, aber auch irgendwie lustig. Aber ja. Die ist verfehlt! Hallo? Oh, wegen Flinklau kann ich manchmal anfangen. Das ist cool. Bam! Okay, wir machen Damage. Aber sie ist auch Level 16 und ich bin Level 17. Nee, einmal, nicht noch einmal. Erstmal schnell heilen.
Ach, das war eine süße Animation von Chellas. Ja, aber ihr seht, das Spiel, das hat schon so eine Höhe. Das steigt schon an von Schwierigkeit her. Oh oh. Das Original-Theme war natürlich viel besser, aber natürlich hat es eine Beere. Aber das ist auch nicht schlecht. Okay, ein Hit noch und dann ist es tot. Ach, schade, ich dachte Flinkklaue. Oh, Raub, nein! Nein, du hast meine Flinkklaue geraubt! Du Arschloch! Sorry, jetzt kam der Fluch wieder raus, die Attacke. Okay, wir haben es aber besiegt. Nein, es ist noch nicht vorbei. Aber, oh Gott. Ich hatte, okay, ich glaube, ich brauche mal wirklich jetzt ein neues Teammitglied. Oh Gott. Ich dachte immer, ich könnte mein ganzes Abenteuer alleine mit Chellas verbringen. Aber wie es sich herausstellte, wird das ziemlich schwierig, wenn ich das versuche. Also blieb mir eigentlich keine andere Wahl, als nach dem Kampf mir ein neues Teammitglied zu sammeln. Weiß nicht, hier auf der Route vielleicht direkt? Hm. Oh, super Schall. Natürlich bin ich doch schon verwirren. Der weiß, was er tut. Oder sie weiß, was er tut. Oder? Nee. Ich greife dich trotzdem an. Ha! Ich werde mich nicht selber schlagen. Diesmal nicht. Bam! Nein, ich war Level up. Oh, wie kacke. Ich hab verloren. Unfassbar. Du dreiste Rotznase. Wer? Ich oder du? Ups, da habe ich ja ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat Spaß gemacht. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde von hier fürs Erste. Team Galactic, sie reden immer davon, dass sie so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu erschaffen. Aber für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Ich glaube, sie ist schon hier. Pfui, du stinkst, geh duschen, Papa, bäh! Tut mir leid, ich musste pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Fräulein Trainer, du hast die ganzen bösen Leute überjagt. Jetzt taucht das Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Das Ballon-Pokémon? Ja. Das Ballon-Pokémon. Kleiner Fun-Fact. Vor diesem Kraftwerk kann man freitags einen Driftlon fangen. Das ist das Ballon-Pokémon. Zumindest war es früher so, ob es jetzt immer noch so ist. Wahrscheinlich, man hat es irgendwann in einem Trailer, glaube ich, mal gesehen. Aber beweisen kann ich hier nichts. So, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal heilen. Und dann gucke ich mal nach einem neuen Teammitglied. Und ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ein Bammelin. Ich meine, ein Wasser-Pokémon wäre sehr nützlich, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht. Ich versuche einfach mal direkt einen Ball. Ach, auf einmal kann ich mich entscheiden, oder was? Vorher, wenn ich es gedrückt habe, musste ich immer sofort den Ball werfen, der da gerade stand. Aber jetzt kann ich mich entscheiden. Aha. Okay. Ja, komm. Ich versuche mal direkt zu fangen, weil es ist erst Level 7 und ich habe Angst, dass ich es aus Versehen umbringe. Aha. Aha. Ja! Willkommen an Bord, Bammelin. Und Level Up für Chellast. Nice. Hm? Nanu? Chellast entwickelt sich. Es hat Freunde gefunden. Dadurch steigt seine Kraft. Mal, wie das aussieht. Das sah richtig cool aus. Und nun wurde es zu einem Shellcarain. Oder Shellcarain, whatever. Ich finde den Namen komisch. Aber ja, hiermit haben wir einen Shellcarain. Oder wie auch immer ihr es aussprechen würdet. Und ein Bammelin, natürlich auch. Haben wir gerade gefangen. Was ich auch noch entwickeln kann. Wir werden es... mir fällt gerade nur ein einziger Name ein, den werde ich jetzt auch, glaube ich, nehmen. Ich nenne ihn Tails. Ja, Tails. Ja. Willkommen an Bord! Das ist jetzt Shellcarain und das ist Tails. Den wir jetzt in nächster Zeit ein bisschen leveln werden und müssen vor allem auch, weil habt das Level gesehen, also, ne? Das ist ziemlich underlevelt, das Viech. Gehen wir kurz heilen und machen wir dann direkt weiter.
Ihr könnt mir auch immer gerne sagen, was ihr so auf den Routen immer so gefangen habt. Oder ob ihr auf dieser Route irgendein, weiß nicht, ein Teammitglied zum Beispiel gefangen habt. Es gibt ja auch andere coole Pokémon. Zum Beispiel gibt es hier Pachirisu oder Charlenos. Das sind auch gute Teammitglieder. Ich habe mich aber für Bummelie entschieden, weil Bummelie ist halt ein richtig cooles Gen 4 Wasser-Pokémon. Und deshalb mag ich's. Und deshalb nehme ich's. Und die sind weg. Cool. Kann ich jetzt... Oh, ups. Kann ich jetzt hier auch was... Ja, jetzt kann ich auch, oder? Oder nicht? Wenn der Honig auf die Rinde eines süßig duftenden Baumes schmierst, lockst du so vielleicht Pokémon an. Habe ich keinen Honig mehr? Kann ich das nicht mehr machen? Ja, anscheinend habe ich ja keinen mehr, ne? Nee, ich habe keinen mehr. Aber die Schüssel behalte ich? Wofür denn? Naja, egal. Wie wär's mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigwald aufbreche? Alle reden über den Ewigwald. Was ist das denn für ein Wald? Jetzt bin ich aber neugierig. Bam, 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 bam. Du, 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 da. Dum, dum, dum. Los, Tails. Ah, Bammelin ist ein richtig cooles Pokémon. Es hat keine Wasserattacken. Wir haben einiges an Training zu tun. Und es hat ein Feuer. Oh, Ponita ist ja ein Feuer-Pokémon. Oh, oh, oh. Schicke rein. Hält es aus? Oh, Schattenlaub sind die beiden Laube jetzt Büsche. Wir haben jetzt kein so ein Zweig, sondern so Büsche. Auch ganz cool eigentlich. Ja, ich denke mal, Tickle macht am meisten Damage, oder? I guess. Weil Feuer, Pflanze ist nicht effektiv gegen Feuer. Tickle! Bam! Ich versuche mal Rasierblatt, wie viel Damage das macht. Kann Ponita keine Feuerattacke? Sehr gut, wenn nicht, weil wäre so schwierig für mich. Nee, ich glaube, Tackle macht genauso viel. Und wegen Flinkenklaue fange ich an. Aha, doch eine Feuerattacke. Glut war das, glaube ich. Ja, keine starke Attacke. Ach Gott, die NPCs sind ja richtig dumm. Der hat herausgefunden, was effektiv gegen mich ist und setzt dann trotzdem Tackle ein. Ja gut, ich beschwere mich mal lieber nicht, ne? Ist trotzdem dumm. Blim! Level 9 für Tails. Schön. Ja, ich weiß, Tails levelt auch so. Ich kann auch einfach Schelke-Rennen die ganze Zeit vorne haben, aber die Pokémon, die ganz vorne sind, die kriegen noch mehr extra, mehr Erfahrungspunkte. Deshalb mache ich das. Und ich mache es schön, weil ich es immer früher gemacht habe. Und ich möchte das jetzt nicht verlernen. Das hat mich jetzt doch schon ganz demotiviert. Hat das nicht irgendein anderer Trainer auch schon mal gesagt? Ah, es heißt, im Ewigwald leben starke Pokémon. Ich sollte mich wohl noch besser vorbereiten. Ja, wenn du so weiterkämpfst, haben wir das nichts, mein Freund. Du, du, du. Oh, noch ein Bammelin. Jetzt passt auf, jetzt ist das männlich mit Level 15 oder so. Und das wäre mir sehr lieber gewesen. Das ist sogar Level 10. Ja, komm, egal. Ich habe jetzt das hier gefunden. Ey, lass mich gehen. Hey. Nicht streiten hier. Nur weil es gefangen wurde. Entspann dich. Ach, für die es juckt. Für die es juckt. Für mein Tails. Ja. Für die es kratzt. Hier seht ihr die ganzen Sachen von meinen Tails. Wassertempo als Fähigkeit. Ja, keine Ahnung, ob Wassertempo so eine gute Fähigkeit ist. Ich werde nach der Folge mal nachschauen. Ob in den Bergen oder der Ebene. Ich bin stets zum Wandern bereit. Los geht's. Aha. Ich werde mal in der nächsten Folge nachschauen, ob ich das Bammelin behalte oder ob ich das gegen ein anderes austausche, falls es so schlecht sein sollte. Ne? Ich habe leider keine Wasserattacke. Egal, Schelke rein ist ja auch genauso effektiv gegen das Kleinstein, von daher ist es nicht schlimm. Und kann ich mal kurz sagen, wie schön dieser Background aussieht? Das sieht wirklich aus, als wären wir in Gebirge. Und das mag ich. Das sieht voll cool aus. Aber der hat vier Pokémon? Vier Kleinsteins oder was? Ich meine, 3 XP, I guess, aber. Vier Kleinsteins? Okay. Ja, Level 10, das ist ganz gut. Oh, mach hallo. Ja, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Aber das habe ich ja schon öfter gesagt, dass nichts Neues.
weiß, was ich sagen soll. Es gibt eigentlich nichts Negatives bisher zu sagen, wirklich. Gut, das Soundtrack hätte ein bisschen besser sein, aber... Er ist trotzdem gut. Ja, es hat nur voll lame, dass der so viele verschiedene, so viele Pokémon hat, die alle nichts können. Ich meine, ich sweep da einfach nur durch. Ist halt langweilig, aber daran müsst ihr euch gewöhnen. Das ist Pokémon. Es gibt ja auch Leute, die skippen einfach durch die ganzen Kampfszenen durch und gucken sich nur alles andere an. Genauso gibt es aber auch nur Leute, die sich alles andere wegskippen und halt nur die Kämpfe sich anschauen. Es gibt beides. Das respektiere ich beides. Du kannst die gleichen Pokémon-Arten in vielen verschiedenen Gegenden finden. Genauso wie du Wanderer auch abseits der Berge antreffen kannst. Er hat recht. Er hat recht. Und wie recht er hat. Ich muss erstmal über seine Worte nachdenken, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.